Hallo und herzlich willkommen bei Autonotizen. Heute darf ich euch den neuen Hyundai Santa Fe vorstellen. Und anhand dieses Autos möchte ich euch zeigen, dass die Neuauflage nicht nur ein Facelift ist. Außerdem entdecken wir, was er mit aktuellen Porsche-Modellen gemeinsam hat und fahren natürlich den Hybrid, um den es hier geht, ausgiebig Probe. Damit herzlich willkommen bei Autonotizen, eurem hoffentlich Lieblings-YouTube-Kanal, den ihr sehr gerne spätestens heute abonnieren könnt, wenn ihr mögt. Und besucht doch auch die Website autonotizen.de mit vielen News, Alltagstests und Fahrberichten zu Autos. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Santa Fe. Das große SUV-Flaggschiff der koreanischen Marke Hyundai kam Ende 2020 mit umfassenden Änderungen auf den Markt. Ja, man kann von einem Facelift sprechen, äußerlich. Die Karosserie ist im Prinzip gleich geblieben, aber es gibt durch einen neuen vorderen Stoßfänger ein ganz anderes Gesicht. Das Vier-Augen-Gesicht kennen wir ja von Hyundai SUV-Modellen. Wir haben hier oben Blinker und Tagfahrlicht. Und die Tagfahrlichtleisten treffen sich dann hier und wandern auch noch ein bisschen runter in die LED-Hauptscheinwerfer, die haben Abbiegelicht und einen relativ einfachen Fernlichtassistent, der auf- und abblendet, aber es gibt keine adaptiven Lichtfunktionen oder Matrix-LED. Zwischen den beiden tief- und außenliegenden Scheinwerfern ein echt nochmal deutlich gewachsener Kühlergrill, hier mit so einem satinierten silbernen Kunststoff. Das ist ein Erkennungszeichen, zum Beispiel der Modellvariante Prime, die hier steht. Und Silber sind dann auch die Einlagen im Stoßfänger. Kommen wir mal zum Profil des Autos. 4,79 Meter ist der Santa Fe lang und 1,71 Meter hoch mit Dachreling, also echt ein Riesenauto. Und warum ist es nicht nur ein Facelift? Mit dem Facelift hat Hyundai mal nebenbei die Plattform des Autos erneuert. Das hat ja der Konzern schon einmal gemacht, und zwar bei der letzten Generation ist der Kia Sorento mit einem umfangreichen Facelift auf eine Plattform gewechselt, die der damals neue Santa Fe dann trug. Und jetzt ist genau andersrum. Der Sorento kam so ein halbes, dreiviertel Jahr vor dem Santa Fe in einer kompletten Neuauflage auf den Markt. Da gibt es ja auch ein Video dazu, das verlinke ich unten. Und dessen neue Plattform nutzt jetzt Hyundai eben für den Santa Fe. Das heißt auch neue Motoren. Es gibt einen Diesel, neu entwickelt, 2,2 Liter Hubraum, 202 PS. Dann gibt es den, so wie er hier steht, in Deutschland bestimmt mit minimalem Verkaufsanteil, der Vollhybrid, 1,6 Liter Turbo mit 180 PS. Dazu ein Elektromotor, der maximal 44 kW oder 60 PS leistet. Und die Systemleistung des Vollhybriden liegt bei 230 PS. Und mit leichtem Zeitversatz kam jetzt zum Frühjahr 2021 noch der Plug-in-Hybrid mit im Prinzip der gleichen Technik, aber größerer Batterie, mehr E-Leistung und 265 PS Systemleistung. Heute kümmern wir uns aber hier um den Vollhybriden, der es durchaus auch verdient hat, wie ich finde, mal stärker unter die Lupe genommen zu werden. Und dann holen wir auch so ein bisschen vielleicht die urlaubswütigen Deutschen ab, die ja nicht in den Urlaub fahren können, denn wir gehen so auf eine kleine Kreuzfahrt mit diesem Schiff. Dazu lade ich euch schon mal ein. 19 Zoll Leichtmetallfelgen sind hier auf dem Testwagen montiert. Das ist die größte Reifengröße beim Hybridmodell. Den Diesel gibt es dann je nach Ausstattungsversion beim Signature genannten Topmodell dann auch mit 20 Zoll Leichtmetallfelgen. Und das unterscheidet sich dann auch durch lackierte Radläufe. Die sind jetzt hier im schwarzen Kunststoff gehalten und auch die Schweller unten. Das betont aber hier natürlich noch so ein bisschen den SUV-Style. An der Seitenpartie hat sich relativ wenig geändert im Vergleich zum Vorgänger- oder Vor-Facelift-Modell, je nachdem, wie man es will. Und auch das Heck ähnelt ihm. Wir haben jetzt aber hier eine durchgehende Leiste zwischen den beiden Rückleuchten. Die macht das Heck so ein bisschen breiter und ja, es wirkt auch dadurch nochmal so ein bisschen wertiger, wie ich finde. Ansonsten hier die Lichtleiste, da unten die Reflektorleiste. Und ein Stoßfänger, der Gott sei Dank ohne Fake-Auspuff, Endrohrblenden oder sonstiges Klimbim auskommt. Hier steht der Hybrid-Schriftzug als Erkennungszeichen für die Motorisierung.
die Heckklappe öffnet. Wir kennen das von Hyundai und Kia Modellen, wenn das Auto entriegelt ist. Ich zeige das mal ganz kurz. Ich muss das nämlich jetzt verriegeln. Da muss ich kurz aus dem Bild gehen mit dem Schlüssel in der Tasche. Wenn man dann hinter dem Auto steht, hört man den Ton. 3 Sekunden, glaube ich, dauert und die Heckklappe schwingt automatisch auf. Man muss also nicht mit dem Fuß irgendwie wild rumfuchteln unterm Stoßfänger und kann einfach, wenn man zum Beispiel die Hände voll hat mit Einkaufstaschen oder was auch immer, dann hinterm Auto kurz stehen. Und die Heckklappe öffnet sich beinahe hoch genug mit meinen 1,92 Meter. Ich weiß, kein Normmaß, muss ich dann hier den Kopf schon leicht senken, aber es ist auch ein ganz guter Regen- und Wetterschutz. Der Kofferraum misst 634 Liter beim 5-Sitzer. Es gibt auch den Santa Fe 7 als 7-Sitzer mit ausklappbaren Sitzen, die dann natürlich weniger Stauraum unter diesem Ladeboden haben, weil die Sitze irgendwo hingeklappt werden müssen. Wir haben hier eine Matte drauf liegen und dann sehen wir hier Klappen. Wir haben hier ein Fach für den Verbandkasten zum Beispiel und Tire-Fit-System. Hier steckt die 12-Volt-Batterie drin. Und dann haben wir hier noch ein Ablagefach mit 3 Unterteilungen. Das finde ich ganz gut. Dann rutscht da nämlich nichts wild herum, sondern man kann hier dann schon ganz gut den Kleinkram sortieren. An den Seiten der Ausschalung des Kofferraums, alles hier mit hartem Kunststoff, also kein Teppich. Könnte man jetzt sagen, ja, das ist natürlich der Unterschied zu deutschen Premium-Fabrikaten, aber ganz ehrlich, mich würde es nicht stören. Haben wir hier auf jeder Seite einen Haken, um Taschen aufzuhängen. Verzurrösen gibt es auch an den 4 Ecken des Kofferraumbodens und auf der rechten Seite sehen wir eine 12-Volt-Steckdose mit maximal 180 Watt Ausgangsleistung. Außerdem können wir da 2 Knöpfchen drücken und dann vergrößert sich der Kofferraum. Es geht hier auch ohne Stufe auf die Lehne der Vorbank, aber der Ladeboden steigt dann leicht an. Wenn ich das wieder hochklappe, muss das einrasten, weil die Vorsitzbank ist in ihrer Lehnenneigung verstellbar. Wie sich es da sitzt, das zeige ich euch jetzt natürlich bei der Sitzprobe. Vorher aber noch der Hinweis, auch eine Anhängerkupplung gibt es hier. Beim Hybridmodell ist natürlich die Anhängelast konzeptbedingt geringer als beim Diesel. 1650 Kilo kann man hier hinten dranhängen und die Stützlast, immer wichtig für Menschen, die zum Beispiel mit 2 schweren E-Bikes verreisen, die misst 100 Kilogramm. Jetzt aber rein ins Auto. Rein geht's in die zweite Reihe, ganz hinten. Die Sitze sind hier eben nicht eingebaut und kann ich sie euch nicht zeigen. Ich sagte ja, dass die Neigung der Lehne verstellbar ist, die ist stufenlos verstellbar. Bis hin zur Liegesitzposition, dann habe ich natürlich weniger Gepäckraum. Ich mache sie mal auf so Normalmaß. Meine Größe habe ich schon gesagt. Ich habe den Fahrersitz hier immer auf meine Größe eingestellt und dann passe ich auch gut dahinter in Sachen Knieraum. Das sind dann so 2 Finger ungefähr Platz. Die Füße passen auch gut unter den ganz nach unten gestellten Fahrersitz, aber der Innenboden ist schon recht hoch. Also ich habe stark angewinkelte Beine. Die Bank, heißt erst im Umkehrschluss, ist ein bisschen tief über dem Boden montiert, denn der Plug-in-Hybrid ist ja eben hier auch Teil der Produktpalette. Der braucht Bauraum für seine größere Lithium-Ionen-Batterie. Die nur 1,49 Kilowattstunden große Batterie des Vollhybriden ist unter dem Beifahrersitz angebracht. Also kommen wir wieder hier zum Sitzen und Wohnen. Der Beifahrersitz ist ein bisschen weiter hinten. Ich kann den aber hier verstellen. Da gibt es dann bestimmt lange Urlaubsfahrten, wo Mutter oder Vater auf dem Beifahrersitz austickt, weil die Kinder hinten immer den da machen, muss man sich halt dann absprechen. Es gibt Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitzlehnen. Hier ist so eine Kunststoffverschalung. Ist natürlich dann ganz gut, um hier Schmutz wegzumachen. Diese Ledertasche hier, das sieht ein bisschen nicht ganz so hochwertig aus, wie ich finde, mit diesem gekräuselten. Also erfüllt seinen Zweck, aber ja. Das ist es dann auch. Lüftungsdüsen gibt es für die beiden Vorpassagiere außen oder für alle 3, wenn hier 3 mitfahren, aber es gibt eben 2 Lüftungsdüsen. Dann haben wir 2 USB-Anschlüsse, um Geräte zu laden und hier eine 230 oder 220 Volt Steckdose. 200 Watt Leistung kommen hier raus, auch mal wichtig, um zu wissen, was kann man denn da laden. Hier im Prime haben wir praktische Sonnenschutzrollos an den
in den Türverkleidungen, um dann hier eben die Sonne außen vorzulassen. Sitzheizung hinten gibt es auch, zusammen mit den elektrischen Fensterhebern ist die Taste in der Tür. Isofix-Bügel sind hier semi-gut erreichbar. Die sind zwar relativ weit außen, aber dafür gibt es weder Kappen noch Klappen, irgendwie einen Einführungskanal. Das ist dann manchmal vielleicht ein bisschen ein Gefummel. Man muss eben aufpassen, dass man hier die Sitzbezüge, in dem Fall hier die Lederausstattung des Prime-Modells, nicht kaputt macht. Kopffreiheit ist super. Das Dach geht gerade nach hinten. Da kann ich also auch noch mit Hut sitzen. Dafür könnte die Kopfstütze weiter rausgehen, denn die ist auch in ihrer höchsten Position für mich eher eine Nackenstütze. Haltegriffe gibt es und wir sehen hier einen kleinen Haken, um eine Jacke aufzuhängen, aber nur links, rechts nicht. Das ist anscheinend dafür gedacht, dass der Fahrer eben dann hier hinten seine Jacke aufhängt, wenn er alleine unterwegs ist. Der Beifahrer muss die Jacke anlassen oder sie auf den Rücksitz legen. Ja, das ist es hier so aus dem Fond. Schauen wir uns noch die Türverkleidung an. Ich erwähnte ja schon eben hier die Taste für die Sitzheizung, zweistufig im Fond. Dann haben wir hier auch die Ledereinlage in der Farbe der Innenausstattung und ansonsten sind es hier ja relativ rustikal wirkende Kunststoffe, aber damit zeigt das Auto halt, ich bin kein Premium-Auto, aber es sieht trotzdem alles, finde ich, brauchbar aus und ist gut verarbeitet. Das Lautsprechergitter hier hat dann so eine Rautensteppung und hier steht der Schriftzug Krell. Das ist das Soundsystem, was hier mit eingebaut ist und da kann ich schon sagen, das klingt echt formidabel. Tolle Soundanlage, die wir euch leider, wie so oft in Videos, nicht zeigen können wegen der Musikrechte. Wenn wir jetzt irgendwas hören, dann gibt es da eben gleich ein Problem. Jetzt geht es einfach ohne externe Musik weiter nach vorne ins Cockpit. Viel Platz vorne für Kopf, Füße und Beine. Die Sitze sind auch angenehm vom Rücken. Die Sitzfläche würde ich mir ein bisschen länger wünschen. Oder eine ausziehbare Oberschenkelauflage wäre natürlich ganz schick. Durch die elektrische Einstellung kann ich aber zumindest die vordere Seite des Sitzes so ein bisschen anheben, dass mir die Oberschenkel besser abgestützt werden. Und dann habe ich hier auch für den Fahrer zwei Memory-Positionen, um dann hier eben ja, zwei Einstellungen zu speichern. Das Lenkrad ist manuell in der Höhe und in der Weite ausreichend einstellbar. Das Cockpit unterscheidet sich von dem im Sorento, der eben der Konzernbruder ist, dadurch, dass es deutlich luftiger wirkt. Beim Sorento ist das auch große Display hier weit beim Fahrer und darunter dann die Bedientasten für die Klimaautomatik. Das baut so ein bisschen höher auf und hier sehen wir es zum Beispiel hier mit dieser Leder- oder Kunstlederbespannten Fläche alles weit zurückversetzt und damit wirkt das ein bisschen zurückhaltender hier, das Armaturenbrett. In der Mitte das 10,25 Zoll Display für das Infotainment-System serienmäßig hier im Santa Fe Prime. Die Basis hat ein 8 Zoll Display mit Apple CarPlay und Android Auto, aber ohne Navigationsfunktion. Und da kommt man jetzt so ein bisschen vielleicht ins Überlegen als Kunde, wenn man dann das Basismodell mit dem Navigationspaket auffrischen würde. Denn mit dem 8 Zoll Display kommt Wireless Apple CarPlay. Wenn ich das Navigationspaket kaufe mit dem größeren Display und der werkseitig eingebauten Navigation, sind auch Android Auto und Apple CarPlay an Bord, aber kein Wireless CarPlay. Warum reite ich jetzt so darauf herum? Ich sagte ja eingangs, er hat ein bisschen eine Ähnlichkeit mit Porsche und da kommt jetzt das Smartphone ins Spiel, denn echt lässig, wenn wir hier in die Mittelkonsole mal schauen, haben wir hier hinter einem Ablagefach mit Cupholder und einem weiteren Cupholder hier die Möglichkeit, das Telefon einfach hier reinzustecken. Dann ist unten so eine Klappe, das rutscht da rein und jetzt wird es induktiv geladen. Das kennt man von Porsche-Modellen, da ist unter der Mittelarmlehne eine Klammer, wo ich das Smartphone reinhänge. Und dann wird es auch induktiv geladen. Das hier noch besser, weil ich die Mittelkonsole gar nicht erst öffnen oder dann wieder schließen muss. Also das finde ich eine sehr clevere Lösung. Und wenn das jetzt noch mit Wireless CarPlay funktionieren würde, wunderbar. Denn der Anschluss für die USB-Verbindung, die ist dann hier drin. Also muss ich dann die Klappe hier offen lassen und das Smartphone hier in einen der Cupholder stecken zum Beispiel. Wenn wir gerade hier sind, dann schauen wir uns gleich mal die Mittelkonsole an, die wirkt auf den ersten Blick überfrachtet, weil knopfreich, aber von der Bedienstruktur ist eigentlich alles ganz logisch. Wir haben hier die von der Marke oder dem ganzen Konzern bekannte Tastenleiste mit dem Lautstärkeregler und hier dem Radiosender oder Musiktrackversteller und habe dann hier die direkte Anwahlfunktion zum Beispiel für das Setup, für Media, Radio und dann geht das eben hier auf dem Display alles an. Ich kann gleichzeitig aber natürlich auch hier dann auf den Touchscreen drücken und mir hier alles einstellen, zum Beispiel bis hin zur Möglichkeit, die Position und die Helligkeit des Head-Up-Displays einzustellen, dass seine
Informationen direkt auf die Windschutzscheibe spiegelt. Darunter haben wir hier die Klimafunktionen, also Temperatur für Fahrer und Beifahrer in 0,5 Grad Schritten einstellbar. Und dann gibt es auch wieder das Feedback auf dem Monitor. Das Getriebe, wir haben hier einen 6-Gang-Wandler-Automatikgetriebe, ist Shift by Wire. Und ich habe hier also auch keinen kleinen Knubbel oder so, sondern Tasten. Die hat ja Hyundai damals mit dem Nexo, meine ich, zuerst eingeführt. Und ja, von der Bedienung eigentlich ganz logisch. Drive, rückwärts, neutral und P. Manchmal dauert es ein bisschen, wenn man jetzt rangiert, dann gibt es so eine kleine halbe Sekunde Verzögerung, wenn man von D auf R stellen will zum Beispiel. Dann habe ich hier alles, was mit Fahren zu tun hat. Dazu gehört auch Lenken, deswegen ist hier die Lenkradheizung drin. Machen wir das hier noch schnell. Die Sitzheizung und Sitzlüftung, dreistufig beides für Fahrer und Beifahrer, auch hier im Prime serienmäßig. So, und hier sehen wir dann den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen dem Modell mit Frontantrieb und Allradantrieb. Hier haben wir den Hybrid mit Allrad und auch den Diesel kann man mit Front- und Allradantrieb bestellen. Den Eco, Sport und Smart Fahrmodus. Smart heißt also, das Auto lernt auch so ein bisschen, was will der Fahrer und wie ist die Fahrsituation. Das gibt es auch mit Frontantrieb. Und dann nochmal mit den Allradmodellen, wenn ich dann hier auf das Programm gehe, können wir noch die Fahrprogramme für Fahren auf Schnee, im Matsch und auf Sand dann hier einstellen und dann wird eben ein bisschen die Antriebscharakteristik hier angepasst. So, gehen wir hier wieder auf Drive. Das Auto startet übrigens immer in Eco. Dann kann man zum Beispiel auf Smart stellen, wenn man möchte. Jetzt gehen wir nochmal hoch zum Display. Wie gesagt, ist ein Touchscreen. Schauen wir uns den nochmal kurz an. Die Navigation ist dann hier ansteuerbar und ja, das kennen wir natürlich alles von der Bedienstruktur und den Live-Echtzeitverkehrsdaten. Alles aus vielen, vielen Konzernmodellen. Die Kartenansicht ist auch bekannt. Brechen wir das mal ab. So, so sieht das aus. Und dann komme ich hier wieder zurück auf Home. Dann gibt es natürlich hier im Auto das Hybrid-Menü mit der Energieflussanzeige. Die schauen wir uns dann während der Fahrt mal an. Hinter dem Dreispeichenlenkrad gibt es voll digitale Rundinstrumente, die sich dann je nach Fahrmodus unterscheiden in ihrer Darstellung. Jetzt sind wir hier eben im Smart-Modus. Wir sehen links den Tacho und rechts das Power-Meter. Im Sport-Modus betont dann die Farbe Rot ein bisschen die Dynamik. Und im Eco-Modus wird es dann so blau-grün. Alles ganz schick, wie ich finde. In der Mitte haben wir dann hier eine einstellbare Anzeige über das Multifunktionslenkrad, Navigation. Dann habe ich hier diverse Fahrzeuginformationen über die Verteilung des Allradantriebs, Reifendruck, Motortemperatur. Dann die Verkehrszeichenerkennung, Aufmerksamkeitsniveau. Und hier die Anzeige für die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit der automatischen Abstandsfunktion. Außerdem den Bordcomputer in verschiedenen Ebenen und auch kann ich mir hier den Energiefluss anzeigen lassen. Das geht alles hier rechts am Multifunktionslenkrad, wo dann auch die Geschwindigkeitsregelanlage eben und der Abstand geändert werden können. Außerdem haben wir den Spurhalte- und Spurführungsassistenten, also alles dann zum assistierten Fahren auf der Autobahn. Links kann ich die Sprachsteuerung bedienen und Volume, also die Lautstärke, verstellen und Telefongespräche annehmen und auch wieder auflegen. Ja, das ist es hier so im Innenraum. Wie gesagt, breite Mittelkonsole, die trennt Fahrer und Beifahrer schon deutlich. Darunter gibt es aber auch ein großes Ablagefach, weil ich durch das Shift by Wire Getriebe eben kein großes Bauteil hier für das Getriebe habe. Vor dem Beifahrer noch ganz nett, über dem Handschuhfach ist hier noch so eine gummierte Ablagefläche. Kann ich auch mal kurz das Telefon reinlegen, dass ihr noch so einen Größenvergleich habt. So sieht das dann aus und da kann man schon mal, was man griffbereit haben muss, einfach reintun. Griffbereit ist auch der Startknopf für den Motor und den drücke ich jetzt und wir starten zur Probefahrt. Die Energieflussanzeige zeigt uns, was gerade los ist. Nach dem Anfahren, was meistens elektrisch funktioniert, ist jetzt der Verbrenner eingesprungen. Wir haben auch schon viel hin und her rangiert heute zum Videodrehen. Der Kraftstoffverbrauch ist jetzt hier mit 8,3 Litern angegeben, ist in meinem Fahralltag aber geringer, ungefähr 7,3, 7,4 Liter.
sind das. Und damit ist er dann nur so einen knappen halben Liter über der WLTP-Normangabe von 6,9 Litern. Was steckt jetzt hier drin? Vorne eben der 180 PS starke 1,6 Liter Benziner. Der hat ein maximales Drehmoment von 265 Newtonmetern und ist aus vielen Konzernmodellen bekannt. Auch im Seat GT zum Beispiel ist dieses Aggregat drin und in anderen Autos. Und der ist hier in Verbindung mit einem Elektromotor 44 kW oder 60 PS stark. Die Systemleistung liegt bei 230 PS und das Systemdrehmoment bei 350 Newtonmetern. Klingt jetzt schon ganz ordentlich, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ein über 2 Tonnen schweres, großes Auto hier und deswegen ist der Santa Fe Hybrid dann doch eher ein Gleiter. Vor allem der Hybridmodus belohnt ja auch Gleiten mit effizienter Fahrweise. Wenn ich jetzt hier mal aus dem Tempolimitbereich auf Landstraßentempo gehe, schaltet die Automatik zurück. Jetzt sind wir auf Tempo 100, dann dauert es ein bisschen, bis sie wieder in den höheren Gang wechselt. Also insgesamt schon durchaus dynamisch, aber das Auto sagt ja schon jedes Mal, hetzt mich nicht und hetzt dich selber auch nicht. Bis 120 km/h könnte er rein elektrisch fahren. Das heißt also nicht bis dahin hin beschleunigen, denn dafür reicht dann die Kraft der Batterie nicht. Aber eben in diesem Geschwindigkeitsbereich kann man, auch jetzt gehe ich zum Beispiel vom Gas, jetzt wird die Batterie rekuperiert und dann schaltet manchmal auch der EV-Modus mit ein. Das gelingt eben bis 120 km/h. 187 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit. So Hybride werden ja dann auch irgendwann abgeregelt, um eben den E-Motor und auch die Batterie zu schonen. Die Verarbeitung ist gut, auch auf schlechten Straßen klappert oder knirscht oder knirpst nichts. Die Federung finde ich ein bisschen zu uninspiriert. Das Auto gibt ja immer die Rückmeldung über einen Straßenbelag, aber es hoppelt dann so. Es ist nicht irgendwie straff, sondern es wirkt so wie ja, durch das Batteriegewicht, was ja beim Vollhybriden jetzt gar nicht so groß ist, aber nachträglich abgehärtet. Ich müsste mal einen Diesel fahren, den bin ich weder im Sorento noch im Santa Fe bisher gefahren, ob der anders abgestimmt ist. Aber also mein Wunsch für ein Facelift wäre komfortableres Fahrwerk und oder adaptive Dämpfer. An den Fahrassistenten ist eigentlich alles drin, was man so braucht. Auch kleine Helferlein, wie erwähnt, das Head-Up-Display, die natürlich brauchbar sind. Dann haben wir einen Spurfolgeassistenten und die Spurmittenführung kennen wir auch von der Marke. Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, die dann auch Navigationsdaten mit einbeziehen kann, durch die Verkehrszeichenerkennung dann auch gesteuert wird. Und wir fahren jetzt einfach mal kurz auf die Autobahn und dann sehen wir auch schon beim Abbiegen auf die Autobahn, wenn wir jetzt ins Display schauen können mit dem Kamerabild. Sobald ich den Blinker nach rechts bewege, dann ändert sich die rechte Anzeige vom Powermeter in ein Kamerabild. Hier ist also eine Kamera im Außenspiegel, die mich jetzt dann unterstützt, hier den toten Winkel einzusehen. Das ist jetzt hier vielleicht nur eine Spielerei, aber im Stadtverkehr echt hilfreich. Oder auch beim Spurwechsel auf stark befahrenen Straßen. Und das können wir jetzt auf der Autobahn auch nochmal ansehen. In 8,9 Sekunden würde es auf 100 gehen. Hier sehen wir jetzt auch wieder das hilfreiche Bild. Trotzdem bleibt das Tempo oben eingeblendet. Wie gesagt, 187 km/h Höchstgeschwindigkeit. Wir haben jetzt ein paar Windgeräusche an der A-Säule. Der Antrieb bleibt aber schön ruhig. Ich fahre jetzt hier so Tempo 150, 160. Also das Auto ist schon durchaus reisetauglich, aber auch hier kommt dann schon je nach Straßenbelag eben die Federung durch, dass das Auto nie so ganz ruhig liegt leider. Stört aber, glaube ich, nur sensible Gemüter. So, jetzt blinke ich mal rechts und wir sehen wieder die Anzeige. Jetzt sehe ich, okay, die Spur ist frei und kann wechseln, aber dennoch gibt es natürlich auch weiterhin den Totwinkelwarner mit der Anzeige im Außenspiegel und die Gegenlenkfunktion, haben wir jetzt gerade erlebt, ist auch vorhanden. Also, wie gesagt, fahrassistenzmäßig alles drin, was das Konzernregal so hergibt und was auch aktuell Stand der Technik ist.
ich mag ja dieses Autoformat, obwohl ich eigentlich gar nicht so der SUV-Fan bin, aber allein das Ein- und Aussteigen ist halt echt total easy. Die halbe Nummer kleiner, nehmen wir mal Toyota, RAV4 und Konsorten, die wäre mir ein bisschen zu kompakt. Dann gibt es viele SUVs oder Geländewagen, die natürlich deutlich größer sind. Aber ich finde hier dieses Format, das ich nenne jetzt mal Reihenhaus Escalade, das finde ich echt ganz brauchbar. Kommen wir zum Fazit und zu meiner Meinung. Der Hyundai Santa Fe ist ein sehr gutes Auto. Ich finde ihn außen schick, innen schick. Die Materialien sind okay. Er fährt sich angenehm. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wäre eine deutlich bessere Federung. Denn dass er so ein bisschen stuckert und einfach hölzern abrollt, das finde ich auf Dauer dann doch ein bisschen nervig. Der Dieselmotor ist natürlich dann die Alternative der Wahl für Menschen, die viel ziehen und viel Langstrecke fahren. Ich persönlich mag den Vollhybriden, denn der kann natürlich effizient sein, ohne dass man sich ums Laden kümmern muss. Aber gerade in Deutschland mit der Förderung ist natürlich der Plug-in-Hybrid dann die elektrifizierte Benziner-Variante, die dem Hybriden hier die Schau stiehlt. 56.650 Euro kostet der hier als Prime. Das ist die zweithöchste Ausstattungslinie. Wir haben da drin zum Beispiel das BlueLink-System mit Navigationssystem, 10,25 Zoll Display, die Lederausstattung in verschiedenen Farben, 19 Zoll Leichtmetallfelgen, Einparkhilfe vorne und hinten, diesen guten Totwinkelwarner mit der Monitoranzeige und. Das Basismodell kommt mit 8 Zoll Display, reicht dann eigentlich für viele Privatkunden bestimmt auch. Aber in dem Prime, wie gesagt, ist alles drin, was der Signature nicht besser könnte. Der hat halt nur ein bisschen mehr Shishi und Napa-Leder und so weiter. So, jetzt kommen wir aber mal zum Preisvergleich. Der Plug-in-Hybrid kostet 60.850 Euro, also 4.200 Euro mehr, kriegt dann aber eine Förderung und ist damit dann ein bisschen günstiger als der Vollhybrid. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass potenzielle Benziner- oder Hybridkunden beim Hyundai Santa Fe dann auch, wenn sie das Auto vielleicht gar nicht laden, doch den Plug-in-Hybrid nehmen, damit aber dann mehr Batterie und mehr Gewicht mit sich herumschleppen. Also den Preisvergleich habe ich getan. Dann kommt der Preisvergleich zum eigentlich echt stärksten Mitbewerber und der kommt aus der eigenen Konzernfamilie. Das ist der Kia Sorento, auch sehr schick, im gleichen Format. Und da kommt es nicht nur darauf an, ob einem vielleicht dieses kantigere, ich würde sogar sagen, so ein bisschen deutschere Design des Kia Sorento besser gefällt oder ob man mit diesen etwas verspielten Linien, den nicht ganz runden Rathäusern, den geschwungenen Lichtern vorne und hinten des Santa Fe besser Freund wird. Der Kia Sorento ist mit vergleichbarer Ausstattung, nehmen wir mal hier den Sorento Spirit als Vergleich, der ist mit dem Santa Fe Prime fast vergleichbar, kostet da ungefähr 3.500 Euro weniger und das ist, obwohl das natürlich in der Preisklasse dann auch nicht mehr das Kraut allzu fett macht, aber schon ein Unterschied und da kommt es dann nicht nur auf den persönlichen Geschmack, sondern auch auf den Händler vor Ort und die Angebote an. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieses Video über den neuen Hyundai Santa Fe anzusehen. Lasst mich doch wissen, welchen Motor ihr bevorzugen würdet, was ihr von dem internen Duell Kia Sorento gegen Hyundai Santa Fe haltet und vielleicht kommen wir mal in die Verlegenheit, beide gleichzeitig vor die Kamera zu stellen. Das wird dann aber gewiss noch ein wenig dauern wegen der Planung. Also bitte nicht gleich alle sagen, ja. Aber ihr könnt natürlich gerne sagen, ja, weil dann wissen wir, was ihr so sehen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke an den Andi fürs Filmen. Und nicht vergessen, lest auch den Bericht über den Santa Fe. Verlinke ich wie immer unten bei Autonotizen steht der. Bis bald. Danke. Ciao.